Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimobs. Ja, André und ich haben jetzt so ein bisschen Level gefahren. So, meins ist Level 41 und seins ist Level über 9000, nein, 33. Was, 33? Das heißt, du kannst jetzt auch digitieren lassen. Oh, soll ich etwa? Ja, ich auch. Warte. 3, 2, 1. Shadow wäre Garurumon. Hä? Hä? Wie denn Energy 36? Oh. Alex, du kannst den ein bisschen Fleisch geben. Dann überfütterst du den aber auch nicht. Keine Sorge. Ja, und wenn, dann nehme ich die Accounts und dann. Oh, Leute. Fängt ja schon geil an. Small Meat. Noch mehr. Wo sind die Acorns? Aber wo sind die Eicheln? Hast du meine Eicheln gesehen? Nein. Und ich glaube, ich möchte sie eventuell auch nicht sehen. Hä? Hast du sie irgendwo in irgendeiner Kiste gesehen? Wir haben eine Menge Kisten. Viel Spaß beim Suchen. Ja, habe ich auch so gedacht. Kannst du ihnen auch Meat geben? Einfach ganz normales Fleisch. Ja, aber Acorns macht das Weight wieder runter. Ach da. So, dann wahrscheinlich dieses Weight das Problem. Ja, ja, guck mal, wenn es zu fett ist, ja. Aber wie kriege ich das Weight runter? Mit den Eicheln. Warte mal, wo ist, liegt das Weight? 38, ja, bis 50 kann ich machen. Ich glaube, blaues Optimalgewicht. Naja, egal, jetzt kannst du digitieren. Shadow wäre Garurumon. Yeah! Und was brauche ich für Black Metal Garurumon? Level 44. Und was brauche ich noch? Nichts. Okay. Guck mal, wie es aussieht. Wow! Und nein, was tut es da? Wollte schon sagen. What the fuck? Ja, wir müssen noch 19 Minuten warten, damit ich mein Kit nehmen kann und dann können wir es auf Maximum Level bringen. Hallo? Wer wäre Garurumon? Also, Angriff und so ist jetzt bei 999. Ja, ich muss meinem Dinger gerade hier Eicheln geben. Mit denen kannst du den nicht überfressen, ne? Mit Eicheln, nee, da kannst du sie unten, kannst du ihn, ja, nee, nicht überfressen. Aber du kannst ihn halt dafür sorgen, dass er weniger, also Weight hat. Davon geht die Weight runter. Ja, das wollte ich auch machen, weil meine Weight war auf 150. So, Energy 100, jetzt muss ich es nur noch leveln. Ja, Leute, klappt doch langsam. Jetzt können wir es noch in der Aufnahme, komm mit. Wir können jetzt einen Super Mega auf Doom Boss töten. Warte, komm mal hier hin. Ja. Ja, meins muss er auch digitieren. Ja, ja, stimmt. Wow! Die Werte. Oh, was? Wie viel HP hat das Vieh? Seins etwa nicht so viel HP? Warte mal, ich muss mal gucken. HP habe ich nicht geguckt. Okay, doch, es hat fast so viel. Alter, dann sitzt du mit deiner Stärke. Okay, wenn wir schon so weit sind, dann lass uns mal das blöde, dumme Ei da töten. Aber dann ist das Ziel ja erreicht vom LP. Lass das als Mega-Level-Digimon machen. Okay. Weil dann hat das wirklich überhaupt keine Chance, weil es steckt so auf Level 200. So. Was? Wie geht das? Außerdem hat's. Guck mal, wie viel HP es hat. Was? Ey, du machst mein Growlmon fertig. Macht es das? Ja, es macht mein Growlmon. Scheiß Boss-Vieh, Alter. Wie viel HP hat... Das hat einfach 999.000. Also, 9, ja, 10.000 HP und 1.000 Angriff. Und ich habe gerade mal die Hälfte davon. Okay, wenn du Chaos Galantmon bist und ich mein Dings habe, mein Omegamon, im Black... Fuck, das gibt eine Penetration. Alle Werte auf Maximum. Ja gut, Leute. Das ist schon brutal. Also jede Folge seht ihr irgendwie eine Digitation, eine richtig heftige. Also ich muss auf jeden Fall noch 11 Level steigen. Und dann
kann ich auch Karl weiter. Ja, dann kann ich auch Karl weiter. Das so. Heißt, du musst auch nur insgesamt auf Level 44, also zweimal auf Level 44. Ja, zweimal auf Level 44 und dann muss ich noch einmal hoch, also noch Level 60 oder so. Oder 50, damit ich zu Dings werden kann. Omnimon. Die fusionieren sich dann. Die sind dann ein Digimon und das dauert unendlich und ich kann die so lassen. So, komm. Komm raus. Ja, erstmal Price, damit es nicht zum bösen Digimon wird. Okay, Leute, also ihr merkt euch am besten nicht überfüttern. Mit Eicheln könnt ihr das Gewicht wieder reduzieren. Kämpf! Ey! Dein Ding ist 2 Jahre alt. Und meins ist 1. Wie hast du das gemacht? What the fuck? Dein ist gealtert. Ey, das ist genau das, was ich wollte, weil ich möchte ja gerne. Wie denn gealtert? Ich will meinen Hydramon haben. Okay, cool. Hä, wie kann das altern? Ich hatte meins doch genauso lange draußen wie du deins. Ja, gut. Okay. Ich habe dieses Spiel noch nicht verstanden und du wohl auch nicht so. Nee. Also jedenfalls nicht, was Altern angeht, aber das sind. Wow! Das hebt wieder ab. Gib ihm. Mann, gib ihm einfach immer aufs Maul, du bist ein Wehre. Garurumon. Und zwar Shadow. Hast du mich eigentlich verstanden, was ich gesagt habe? Guck mal, der hat sogar knallharten Totenkopf auf seiner Hose, aber greift mich an. Springen. Ich nehme dich von hinten. Geht doch. Die Drohung hat geholfen. Und ihr müsst euch mal den Schaden reinziehen, den das Vieh macht. Nur ein Schaden. Das ist down. Und ein Gigabyte. Jo, läuft. Ich heb die Gigabyte jetzt auf. Jo, es will direkt zum nächsten Digimon. Komm, der Wimon. Das ist eigentlich auch nichts anderes, was wir eben gemacht haben. Einfach zu einem anderen Digimon und einfach gekillt. Hallo, nicht zu Anthylamon. Soll's hier hin, Gottverdammt. Hallo, kommst du? Hallo. Alter, wie weit. Alter, ich hasse diesen Bug. Kommst du? Beltrapidmon, Level 100, ist klar. Wen nimmt man? Und so. Nein, nicht Demi-Devimon, diesmal das Gatomon. Und los geht's. So. Gib ihm! Mach's down! Ich weiß, du willst das. Mach einfach töten. Wir haben ja jetzt auch das Amulett der Dunkelheit, das habe ich auch gemacht. Es war eigentlich ganz einfach, also ihr könnt es auch im Internet nachgucken. Wie ihr müsst Skullgrammer dafür töten, um das zu bekommen. Da hinten. Ja, das ist angemessen. Kill! Gib ihm! Gib ihm! Du willst es! Mach's weg! Jawohl, immer drauf. Epische Kämpfe hier. Ja. Hä, wo ist mein. Wow, ist es abgehoben. Gib ihm. Hallo? Dreh dich um. Dreh dich Hallo? Dreh dich gefälligst um. Kill. Nein, Twitters. Bam! Okay, war auch nicht schlecht. Chaos Galantmon muss auch sterben. Ich glaube, ich habe was gegen Chaos Galantmon. Ich habe noch nie ein normales Galantmon gesehen, nur Chaos. Ohne Scheiß, André, ich habe noch nie ein normales Galantmon gesehen. Bam! Oh, eine Super Recovery Disc. So, und das Impfmon auch. Einfach aus Prinzip. Ich fand die Folge, wo Impfmon gegen diese eine Deva gekämpft hat, total cool. Es hat einfach nicht aufgegeben, es hat weitergekämpft. Und was mein Wäre, Garurumon.
Ich werde dich lernen und das stärkste Digimon, das es gibt. Ja, gut. Also, geklappt hat das nicht. Wurde dann letzten Endes dann doch eher auch zu einem Deva. Aber okay. Jetzt greif's an, Mann. Auch wenn es im Boden verpackt ist. Ja, ja, was denkst du so? Nö, ich bin mal einen halben Block im Boden. Oh, guck mal, jetzt hebt's ab. Mit dem Block oder ohne? Ohne. Jetzt geben wir ihm. Ich stirb, Impman. Irgendwann Roman wird dich vernichten. Und down. Okay. Demi, Devimon, bla. Antylamon, nee. Noch ein Antylamon? Nee. Wendigomon interessiert mich auch nicht. Yo, Impon Level 99. Komm, 99er Fight. Also, wenn ihr wollt, dass ich die Server-IP in die wenn ihr die Server-IP wissen wollt und ich sie in die Beschreibung tun soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Auf einmal Server-Crash. Zu viele Leute auf dem Server. Gib ihm! Na? Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Greif es an. Mach's weg. Ah, ey. Alter, ich hasse, dass das es abhaut. Gib ihm. Hallo, du sollst es angreifen. Danke. Das ist vor Level 99 oder was? Es ist ein Shadow-Verugahoromon. Alter, ist das eine Taktik, irgendwie wegrennen und dann angreifen oder was? Und sich dann zu mir Portman auch von hinten kommen. Hä? Ja gut. Okay, tut mir leid, Impmon, ich muss dich mal wegmobben. Jetzt aber, komm. Greifen Skullgrimmon an und die sind ja beide gleich groß, ne? Mein Digimon rennt einfach Skullgrimmon hinterher, das sieht aus, als würden die hintereinander laufen. Aber die Gattung passt irgendwie nicht. Weil noch ist es kein Skull. Skull War Grollmon oder was? Nee, ich meine, das ist. Ich mein Grollmon kämpft mit Skullgrimmon. Ja. Die sind ja beide gleich groß. Ja, ungefähr kommt hin. Gib ihm! Jawohl. Natürlich werde ich das Black, werde ich die Digitation von Black Dings zeigen. Vom Black Argumon. Während er dann digitiert oder levelt. Weil du brauchst weniger als ich. Stell mal vor, ich greife aus Versehen deinen Growlmon an. Das wäre nicht so lustig. Nee, irgendwie nicht, weil der jetzt verlieren würde. Ey, Alex, wenn du das sehen könntest, ne, das sieht so falsch aus. Jetzt, Alter, nein! Oh Mann, wie schade, dass das sehen kann. Borgworm macht ja seine Hände und wenn er steht, dann sieht das so aus, als dann bleiben die Hände in derselben Ebene. Aber deutlich sieht das optisch so aus, als wenn er den Hintern von Skullgrimmon nimmt. Ah, Skullgrimmon besteht aus Skull. Er hat ihn nur ausgedacht. Komm. Greif doch an. Hör auf wegzurennen. Los, greif an. Borgrollmon ist Borgrollmon. Der ist der ultimative. Ja, XP. Terabyte. Yay. Soll ich die Mega-Digitation hier schon reinmachen? Jetzt schon. Wie soll ich? Ja, ich will zugucken. Ja, willst du dabei sein? Ja, aber meins muss ich eben messen mit seines Fleisch. Ja, dieses Gebiet ist nicht allzu groß. Ich denke, ich kann nicht finden. Das muss ich erstmal aufbauen hier. Ich fliege einfach zu schnell. Hier sind so viele Worte, ne? Alter. Okay, warte. Und. Warte. Lelelele. PPRZ.
So, pass auf. Wow, ich hab grad gedacht, das wäre ein Gegner. Tada. Tada. So. Seid ihr bereit? Weißt du, und das fängt das Team von Digimon 02 an. Los! Black Metal Garurumon. Hä? Was? Digimon will not digitive if starving. Also ich muss es noch füttern, oder wie? Energie 100, Level 3. Ich weiß es nicht. Warte, jetzt probieren wir es und? Hä? Age needed 1. Happiness max minimum 1. Mach's mal auf 100. Und Level 44. Mhm. Oder? Ja. Und du bist 43. Hä? Was? Eben was? Hä? Ihr seid Zeuge, eben war's 44. Ohne Scheiß. Gut. Gut, dann musst du halt sterben dafür. Was eben war es wirklich auf dem Level, wo es sein muss. Ich habe extra die Gigabyte dafür ausgegeben. Da. Immer noch nicht. Was ist denn jetzt los? Hä? What the fuck? Okay, ich verstehe gerade gar nichts. Muss geduldig sein, das dauert ein bisschen. Ja, nee, eben war es ja Level 44. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt hätte ich es fast überfüttert. Das wäre so einfach so traurig gewesen, dass jetzt sich so eine Bombe verwandelt. Ich geh einfach in den Hintergrund kämpfen, Leute, dass ihr wisst. Hey! Dein Rennen wieder weg. Ja. So, und dann portet es sich zu mir, pass auf, und jetzt greift's an. Ein Schlag! Bam! Bam! Zwei, okay. Jetzt ist Level 44. Hier! Noch einen Intelligenzchip einwerfen. Ja, lass es ruhig, lass die beiden kämpfen. Okay, los. Und Metal Garurumon, bam! Oh. Und Digitation, Omnimon 66. Voll auf Zehenspitzen, wie es läuft. Ha. Boah, die Hitbox ist gar nicht so leicht, weil das so riesig ist. Alter. 7803 Dings. Stärke ist Maximum und Verteidigung auch. Und es ist einfach 2 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich auch nicht. Alter, Leute, das ist unser Metall-Garurumon. Ey, zum ersten Mal 2 Integrationen in einer Folge. Krass, Alter, krass. Na, 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 na. Die, Riding-Boost, damit du auf dein Tier Digimon reiten kannst, aber die sind nicht hier drin. Die gibt's nicht mehr, die sind wir rausgenommen. So, jetzt komm. Yo, wie schnell das einfach angreift. Down. Gut, Leute, dann werden wir in den nächsten Part, ich werde das Buta-Egg, was ich hier habe, weiter digitieren lassen. Und dann haben wir im nächsten Part ein Black Argomon wieder. Werden wir es zu Black Greymon machen und vielleicht sogar schon. Aber du vielleicht. Ja, ich fange nicht an zu gehen. Und vielleicht zu Metall Greymon. Ha? Guck dir das an. Es macht schon wieder, wenn es sitzt. Ey, was? Warte mal, was macht meins, wenn es sitzt? Special Sit. Das. Ganz brav Platz. Ah. Ja gut. Alter, einfach so geil. Hallo, zu geil, Mann. Ja, ich muss gucken, ob wir es hinkriegen, dass wir im nächsten Part 2 Digitationen machen, also von Rookie auf
Champion und von Champion auf Ultra, muss ich gucken. Ja. Im nächsten Part werden wir dann höchstwahrscheinlich auch Chaos Galantmon haben, weiß ich nicht. Bestimmt. Ja, wenn André sich ranhält. Was soll das heißen hier? Da ist der Boss Level 100, er kommt immer näher an unser Haus. Da oben. Really? Ah, okay, schlau. Ja, du kannst den Leuten ja mal dein wunderschönes Schwert zeigen. Ja, das kriegt man, wenn man Alphamon killt. Jetzt ist es da unten ziemlich gut aufgehoben. Ja, das kriegt man, wenn man Alphamon umlegt. Und wir haben ein paar Alphamon-Ex. Vielleicht machen wir auch noch ein Alphamon. Ey, wir können doch so viel machen. Mein Ziel erstmal ist ein Omegamon. Im Black. Danach würde mein Ziel sein, ein Alphamon zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es dann auch zu Oriuken. Ich weiß nicht, ob man das hier machen kann dann. Weil dann würde ich auch ein Alphamon Oriuken machen. So ein Alphamon und so ein Omegamon, die so ein Epic Battle zum Schluss machen gegeneinander. Nee, ich glaube, das geht nicht. Schade. Oh, und er hat auch einen Raidramon. Sturm der Freundschaft. Ja, aber ich meine, dass wir haben ein Digimon, das wir nie vergessen werden. Und das wäre? Das ist einfach das beste Digimon überhaupt. Nein. Das war mal sein Gilmon. Das hier. Das ist die Strafe, wenn ihr euer Digimon überfüttert. Das wird zu einer Bombe, aber dafür könnt ihr die... Dann digitieren lassen ist sie so, dann ist sie eine kleine Kampfmaschine. Ja, aber meins ist halt stärker. Gut, dann würde ich nämlich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Ey, zwei Digitationen in einem Part, ey. Das ist doch mindestens ein Like wert. Und natürlich noch André seine... Wow, seine Digitation hier. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt Daumen hoch. Wenn nicht, gebt Daumen runter. Ich wiederhole mich wieder. Und bis dann und ciao. Ciao.